Guten Morgen zu Tag 13. Heute ist der 13. für euch, aber schon der 14. Genau. Guten Morgen. Es ist heute Sonntag und heute ist, wie gesagt, auch schon der 13. Ich hole mal ganz kurz den Adventskalender. Hier die Nummer 13 und hier noch die Nummer 13. Und heute werden wir jetzt dann erstmal die Sachen auspacken und dann werde ich euch gleich erzählen, was wir heute machen. Denn ich weiß es auch noch nicht so hundertprozentig, aber ich werde es wirklich noch überlegen und meine Blutliste drauf gucken. Aber als erstes werden wir, wie gesagt, das hier auspacken. Es fühlt sich an wie, oh, ich glaube, ich habe es gerade zerbrochen. Es hat sich irgendwie wie Schokolade, die ich gerade zerbrochen habe. Aber okay, ich glaube, es ist Schokolade. Ah, ja, okay. Es ist wirklich ein Schokoriegel und ich habe ihn gerade zerbrochen. Ich habe es schon gefühlt hier. Ups. Aber cool, Kokos und Zartbitter. Zartbitter ist meine Lieblingsschokolade. Ja, werde ich nachher essen, lege ich mir jetzt hier hin. Und dann haben wir noch den Adventskalender von meiner Mutter mit koreanischen Sprichwörtern drauf. Und ich werde das mal jetzt durchlesen. Okay, ich glaube, ich weiß sogar, was es bedeutet. Das bedeutet, unter der Lampe ist es dunkel. Ich glaube, Miet ist doch unten, oder? Okay. Ja, ich hatte recht. Oh, jetzt fühle ich mich echt schlau. Unter der Lampe ist es dunkel und das deutsche Sprichwort dazu oder die deutsche Version wäre, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ach so, ja, okay, das ergibt voll Sinn. Okay, wir gehen jetzt erstmal runter, um etwas zu frühstücken. Also ich beantworte gerade einige Nachrichten per Instagram, da ich das in den letzten Tagen mich total vergessen habe oder nicht geschafft habe. Und jetzt antworte ich gerade auf eine Nachricht, die letzten Tage so reinkamen. Und es kommen auch immer einige Fragen auf. Und ich dachte mir, dass ich vielleicht jetzt hier ganz kurz mal die einige der Fragen beantworte. Und zwar kommt immer eine Frage, wie ich es schaffe, mich zu konzentrieren. Und ich kann einfach sagen, zum Thema Konzentration würde ich einfach so doll Meditation empfehlen. Ich glaube, Meditation hat mir sehr geholfen, vor allem auch bei der Konzentration. Also das wäre so ein Tipp, den ich mit euch teilen kann. Dann kriege ich immer wieder Fragen zum Thema Podcast-Empfehlungen. Und die Podcasts, die ich am meisten gehört habe dieses Jahr, sind zum einen Muss das sein von Mirella und Flo, dann Selfmade von Torben Platzer, aber ich glaube, das ist nicht für jeden was. Dann habe ich sehr oft gehört Sprachnachrichten von Jaco Busch und Erwachsenwerden, beziehungsweise der neue Podcast heißt Relationship von Diana zu Löwen. Und das sind so die Podcasts, die ich sehr gerne höre oder gehört habe dieses Jahr. Und ich werde auch öfter nach meinem Pinterest-Namen oder nach meinem Spotify-Namen Playlist gefragt. Und bei Pinterest poste ich eigentlich nie was und habe da auch keine öffentlichen irgendwie Boards oder Pins oder so. Deswegen glaube ich, hier gibt es nicht so viel zu teilen, wie ich da heiße. Und bei Spotify habe ich mittlerweile auch noch keine öffentlichen Playlists. Aber ich höre das so oft, dass ihr mich nach meinen Playlists fragt. Deswegen überlege ich jetzt, ob ich mir eine Spotify-Playlist machen soll. Soll ich das machen? Soll ich eine Spotify-Playlist für euch machen? Also falls ihr das wollt, könnt ihr mir gerne mal schreiben, was ihr dann für Playlists haben wollt. Also eher so chill, vibe, sad, happy. Ja, schreibt mir das sehr gerne mal, dann kann ich das machen. Übrigens finde ich das immer so cool, wenn ihr postet, wie ihr meine Videos guckt. Das freut mich irgendwie immer voll. Weil es fühlt sich dann echt so an, als wenn wir so eine Family oder so eine große Freundesgruppe, die dann das zusammen macht. Und deswegen ist es sehr cool, wenn ihr meine Vlogs guckt und das irgendwie mit mir teilt. Das freut mich immer sehr. Ja. Thank you.
Übrigens, falls ihr euch fragt, wie das aussieht, wenn man ein Video schneidet, das sieht normalerweise so aus, man hat ganz den Ton aus. Und ja, wenn man das dann ganz rauszoomt, sieht das am Ende irgendwie so aus. Also es geht noch normalerweise sind da viel mehr viel mehr Layer übereinander. Aber das geht jetzt noch, würde ich sagen. Das ist aber die Musik, das ist sozusagen das Video, was ihr jetzt auch seht. Das ist die Musik und das normalerweise irgendwelche Bilder, die ich einfüge. Es ist eigentlich echt blöd, was gerade passiert ist. Und zwar habe ich nämlich keinen Speicherplatz mehr auf meinem Laptop, weswegen ich einen Ordner gelöscht habe, der Vlogmas hieß. Und da hatte ich halt einige Sachen mit Vlogmas drin, unter anderem auch die ganze Musik, die ihr jetzt gerade hört. Und ich habe das gelöscht, weil ich dachte, dass mein Schnittprogramm das sozusagen schon gesichert hat und ich das deswegen auf dem Desktop löschen kann, was nicht der Fall war. Und deswegen ist jetzt die ganze Musik weg, was an sich nicht schlimm ist, weil ich kann die wieder runterladen, aber dass jetzt einfach der Clip ungültig ist, weil da doch die ganze Musik drin ist und jetzt muss ich das erstmal neu schneiden, beziehungsweise ich habe noch den Clip natürlich, aber die ganze Musik ist halt weg und ich muss die Musik jetzt entweder runterladen oder nochmal neu reinschneiden, aber das ist jetzt nicht so mega dramatisch, also ich mache es jetzt einfach mal, es sollte so ein bisschen Zeit, es ist halt ein bisschen nervig, weil es wieder Zeit dauert und ja, aber egal, ich mache es jetzt einfach nochmal. Und ich mache jetzt Musik an, weil das ist immer sehr calming. Übrigens höre ich gerade den Titel-Soundtrack von der Serie, die ich gestern geguckt habe, falls ihr meinen Vlog von gestern geguckt habt. Und zwar ist es eine koreanische Serie und sie heißt Itaewon Class. Und es ist halt voll lustig, weil es geht sozusagen darum, neu anzufangen. Also der Song heißt nämlich, wer ist der, Shijak? Shijak heißt der und es heißt Anfangen. Und er singt nämlich in diesem Song, in dem Refrain singt er nämlich, ich kann neu anfangen und ich kann wieder von vorne anfangen. Also es passt sehr gut zu meiner Situation. Nee, aber es ist wirklich nicht so schlimm. Es dauert halt ein bisschen Zeit, aber es ist nicht so schlimm. Ja. So, ich lackiere jetzt mal meine Fingernägel. Eigentlich mache ich das sehr selten, aber ich habe jetzt irgendwie Lust, das zu machen. Und auch wenn ich die ganze Zeit Vlogmas mache und hier meine Hände zeige, dann ist doch mal schön, das schön zu haben. Und danach werde ich dann meine Sonntagsroutine weiterführen und die Sonntagsreflexion anfangen. Genau. So, es ist mittlerweile einfach schon 7:30 und ich werde jetzt noch was zu Abend essen. Und zwar esse ich jetzt noch einmal die Sachen, die es heute Mittag gab. Yay! Und meine Liga natürlich. Aber voll cool, dass wir es geschafft haben zu telefonieren. Ja, voll. Es ist gerade noch ein Joghurt, aber ja.